Ein weiterer wichtiger Punkt, der uns, glaube ich, auch heute Abend zusammengeführt hat, sind unsere seit dem 15. Jahrhundert verbrieften Rechte. Und der Spessart hätte in vielen Jahren, die zurückliegen, nicht überlebt, hätte es diese Holzrechte nicht gegeben. Und manche sagen natürlich vielleicht auch zu Recht, braucht man das noch, alles alter Murks, das kann man doch aufgeben, braucht doch niemand mehr. Ich glaube, dass wir es unseren Vorfahren schuldig sind, dass wir unsere Holzrechte bewahren. Es gibt noch viele, die sie ausüben, ich gehöre dazu. Aber ich denke auch, dass man das, was in vielen Jahrhunderten auch erkämpft wurde, gegen viel Obrigkeit, dass wir das an unsere Kinder und Enkelkinder als ein Vermächtnis des Spessarts weitergeben sollen. Und auch deshalb sehe ich einen dritten Nationalpark nicht nur kritisch im Spessart, sondern ich lehne ihn wie viele ab. Rechtler sind die Einwohner der Mitgliedsgemeinden, das sind an der Zahl 30. Man spricht da ungefähr von 40.000 bis 60.000 Rechtlern, die eine eigene Herdstätte haben und auch die Möglichkeit, dann das Holz entsprechend zu verbrennen. Also sie stimmen gegen einen Nationalpark, weil sie nicht in ihrem verbrieften Grundrecht oder Bedarfsrecht auf Rechtlerholz sich einschränken lassen möchten.